Hallo und herzlich willkommen zurück zu East Shake. Eine neue Aufnahmesession hat für mich begonnen. Hier habe ich beim letzten Mal aufgehört. Und beim letzten Mal haben wir dieses schöne Wasserrad hier gefunden. Das heißt für mich, wir haben auch die Stadt gefunden. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir hier den Zugang zur Stadt bekommen. Können wir hier einfach durch das Wasser laufen? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen wird es gerade Nacht. Nein, ich kann hier nicht durchlaufen. Okay. Wenn es Nacht wird, dann heißt es ja eigentlich, dass ich bald wieder ins letzte Bett ja quasi teleportiert werde. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir den Weg anders finden. Da hinten ist sowas wie eine Brücke. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, es wird mir kalt. Die Nacht fängt an, ist klar. Ich schätze mal, über kurz oder lang werden wir jetzt irgendwo anders aufwachen. Ja, die Zähne klappern. Ich sollte ein Haus betreten. Ein Haus ist leider nicht in der Nähe. Gut, wo sind wir? Ah, wir sind hier in diesem Gasthaus. Oder? Nein, wir sind tatsächlich in der Taverne gelandet. Ne, im Gasthaus, okay. In der Taverne, genau. Oh, und es regnet und es ist kalt. Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, wir müssen theoretisch ein bisschen hier bleiben, ja. My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say. With any luck, it'll stay up for many more generations. Wollen wir mal fragen? Einmal zu Lindo. You might have met my old friend Nika. She runs the inn over there. We used to get into a lot of trouble together. Und Nava? It's a shiny kind of place. You heading there now? Ja. I heard there's an art supplies store. Seems like something you might like. Ja, da werden wir mal. Aber wir werden mal in die Nähe des Feuers gehen, genau. Da wird uns nicht mehr so kalt. Ihn können wir leider nicht befragen. Oh, hier ist noch was zum Lesen. Oh, haben wir schon gelesen? Ja, ich glaube, das haben wir schon gelesen. Welche verschiedenen Fische es gibt, das haben wir schon gelesen. Ja, das Wetter ist natürlich nicht so pralle. Hat es aufgehört zu regnen? Bitte, bitte. Nein, natürlich nicht. Ja, wir haben wahrscheinlich nicht die richtige Kleidung. Ich weiß auch nicht, ob wir das jetzt mit Schlafen, das Wetter jetzt überstehen können. Wir gehen mal auf 6 Uhr. Ungefähr. Okay. Vielleicht können wir jetzt ja das Wetter ein bisschen überspringen. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt wieder uns auf den Weg machen können. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen wir allerdings den Weg auch finden, denn die letzte Aufnahmesession liegt tatsächlich ein wenig zurück und die Lavisina, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich tatsächlich eine Schwarzdistel da aus dem Wald geholt habe, die ich hätte da nicht pflücken dürfen. Ah, hier haben wir noch so einen Pilz. Ist mir tatsächlich entgangen. Aber vielen Dank, dass du da drauf geachtet hast. Das ist hier Victor. Mal gucken.
Hm? Victor, genau. Hmm, city folk. It's like they've never seen a trail before. Always trampling through the foliage like animals. Ach ja, natürlich. Er ist nicht so begeistert. Also nach Nava gehen wir dort entlang. Dann werden wir dort mal lang gehen. Wir haben ja das Schiff auch immer noch nicht gebaut. Mutters letzter Wille. Feder zum Schreiben, das haben wir gemacht. Kunst für den Fischer haben wir auch gemacht. Den protzigen Patron haben wir gemalt. Mit Onur sind wir jetzt befreundet. Den seltenen Vogel haben wir gemalt. In einen Krug stecken geblieben. Ja, der war nicht gerade nett zu uns. Isens, genau. Isens Kopf steckt in einem. Sein Kopf steckt in einem Krug fest. Den verwundeten Wasserfuchs, die Wasserfüchsin war das ja. Der haben wir auch geholfen. Die Tinte für die Kartografen haben wir. Ein Mann am Strand hat im Wasser sein verlorenes Amulett gesucht. Das scheint ihm wirklich wichtig zu sein. Das müssen wir noch machen. Und in dem verlassenen Turm waren wir auch noch nicht drin. Ja, und den Architekten, den Azad, den haben wir auch noch nicht gefunden. Und Mutters letzte Wille, den werden wir erst ziemlich zum Schluss, obwohl sie vielleicht sogar diesen Baum hier meint, den werden wir wahrscheinlich erst zum Schluss erfüllen. Ihr beide, redet ihr mit mir? Redet einer von euch mit mir? Kann mir einer sagen, wie ich da hochkomme? Wahrscheinlich nicht. Ja gut, ich gehe auf den Weg zurück. Denn wir möchten ja nach Nava gehen. Und das möchten wir natürlich nicht vor dem Wasserrad aus, wo ich da vorstand. Ist das nicht Hammer? Ist das nicht Hammer? Also wirklich, allein diese Aussicht ist wunderschön. Ich gehe jetzt tatsächlich mal nicht rechts und links. Der würde uns zurück zu Lindo bringen, genau, oder nach Lindo. Ich hoffe, wir können diese Brücke überqueren. Okay, Zutritt verboten. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Empfehlung schreiben? I'm afraid if you're seeking passage into Nava, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade, signed and sealed. Wie bekomme ich einen Empfehlungsschreiben? Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Since you're a newcomer, you'll have to make some friends in the country. Okay. Will that be all, then? It hasn't always been this way, but lately we've been getting more newcomers than usual. We don't want to be unwelcoming to new folk, but we are trying to have some measure of security. Will that be all, then? Das ist erstmal alles. Okay, wir brauchen... Das ist ja auch... Naja. Gut. Dann werden wir alle Leute nochmal abklappern müssen wegen eines Empfehlungsschreibens. Das ist ja auch nett. Grummel. Ja, vielleicht müssen wir uns tatsächlich erst das Amulett, müssen wir tatsächlich erst das Amulett finden. Aber doof wäre das allemal. Wie kommt man denn auf diesen Baum hoch? Ich bin immer noch... Irgendwie muss man ja da hochkommen. Ich habe keinen Plan. Also hochspringen oder so geht nicht.
Da muss irgendwo eine geheime Tür sein, wie man da hochkommt. Ich weiß es wirklich nicht. Oh, es gibt wieder schöne Musik. Irgendwie muss das gehen. Und hier unten ist die Anglerin. Die hatten wir auch schon, aber ich glaube, die sagte, glaube ich, nichts, ne? Die sprach nicht. Und da hinten ist noch eine Hütte. Da werden wir gleich mal hingehen. Nein, die Anglerin sagte nichts. Aber da hinten ist eine Hütte. Da werde ich einmal hingehen. Ich glaube, vielleicht gibt es da sogar einen einfacheren Weg als den, den wir hier gehen. Und sogar noch eine. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, wir müssen dieses K&K Apotheke. Okay. Noch ein bisschen Stoff. Ein bisschen Kerzenwachs. We've got the best herbs and potions in all of Eastshade. Tell your family, your friends and random acquaintances to come here for all their apothecary needs. Okay, wir sollen allen erzählen, dass die hier die besten Kräuter und so weiter haben. Aha. Welcome to K&K Apothecary, the finest source for all your medicinal tincture needs. If you hear of anyone looking for an apothecary, send them our way. Oh, really, just send anyone our way. It's been so long since we've had a single customer. Ja, ihr hattet schon lange keinen Kunden mehr. Könnte daran liegen, dass ihr sehr weit abseits von allem seid. Welcome to K&K Apothecary, the finest source for all your medicinal tincture. Oh, really, just send anyone our way. Gut, das war... It's been so long since we've had a single customer. Na, Miezekatze. Okay, damit kommen, hier kommen wir nicht weiter. Jetzt ist die Frage, wenn wir so einen Beutelfloß machen. Ah ja, wir konnten ja das Kerzenwachs nicht schmelzen, ne? Irgendwie. Ist das nicht herrlich? Oh, da drüben ist auch noch ein Haus. Ich muss noch mal gucken. Die Dichtmasse. Ja, aber wie kriege ich die Dichtmasse? Schnur, Leinwand, Zelt und Lagerfeuer. Ach, wir hätten uns ja auch ein Lagerfeuer machen können. Okay. Oh, wer bist du denn? Mit dir können wir reden, ne? Ja. Hallo. Beautiful place to come and think. Oh, what did ja. you say? Oh ja, es ist schön hier. This place will always be closest to my heart. My husband liked to come out here and fish. We spent many nights camping here in the brushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Grandfather, goodness no, traveler. Old
called Pops is a fish. The biggest fish in the lake. Okay. Was hat der Tischfisch getan? What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, oh, what seems like ages. Old Pops, that evil fish. He has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right off of my finger. Mm-hmm. Ja, das ist jetzt gemein. Also ich möchte ja auch nicht vor den Kopf stoßen, ne? It's not the first time he's pulled something like this. He's taking glowstones and bracelets. Sneakiest thief on the islands, that fish is. Oh, der klaut alles. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical fish with healing properties or some nonsense. Mm-hmm. They say when you stare old Pops straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world and makes that thing seem real to you, as real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? Ich bin nicht sicher. I recommend you do some soul searching, some reflecting while you're in this place. There's no better place than this patch of the Blushwood for thinking of your life and why it is you're in this world. Too many folk just go on through life without thinking upon the why. That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help me get my wedding ring back. Boom, 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 boom. Of course, he's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Mm-hmm. Excellent, excellent! Old Pops, better watch out! Our new traveler friend is a-coming for ya! Dark. You got a fishing pole? You're not gonna be catching old Pops without one. Maybe not even with one, that floundering foe. No doubting you could find one in Nava if you've got some glowstones to spare. I don't know too much about him, other than he's a big one. Betting he's a sandfish by the size of him. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us. Especially boaters and fisher folk. Okay, ich soll mir eine Angelrute in Nava holen. Die können wir uns aber noch nicht holen. Denn wir kommen ja noch nicht nach Nava rein. Aber was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, wenn dieser Fisch tatsächlich alles an Wertsachen so frisst, angeblich, dann wird er wahrscheinlich auch das Amulett haben, nachdem wir ja suchen sollen. Jetzt ist die Frage, eine Angelrute können wir uns tatsächlich ja noch nicht bauen. Wir können ein Zelt machen. Okay. Wir können ein Zelt bauen, aber nicht noch nicht angeln. Aber ich würde gerne darüber. Ich würde gerne darüber gucken. Was ist das denn für ein schönes Teil? Wir können aber um den See herumgehen, über diese Brücke dort, Zinkwaldfälle, okay, hier waren wir augenscheinlich auch noch nicht. Boah, ist das geil oder ist das absolut geil, ey, Hammer, wow.
Ja, hier werden wir noch nicht rüberkommen. Das ist zu tief, ja, das sehe ich. Dann müssen wir uns mal durchs Geäst gerade schlagen. Ja, hier ist die Apotheke. Ja, wie kommt man jetzt hier auf die andere Seite? Das ist ja echt fraglich. Das ist jetzt sehr interessant. Wie kommen wir dorthin? Ich glaube, wir müssen zurück nach Lindo, um es mal ein bisschen... ja, die Black Thistle, ja genau, die durften wir nicht pflücken. Habe ich aber gemacht. War wohl keine so gute Idee. Bei dem Turm haben wir ja auch nichts weiter gefunden. Oder hatten wir hier noch mal was gefunden gehabt? Nee, ne? Da haben wir ja nur diese bombastische Aussicht gehabt. Ja, da haben wir auch nichts weiter gefunden. Na gut, kommen wir hier noch irgendwo hin? Ja, manchmal lohnt es sich, rechts und links vom Weg zu laufen. Wie ist Omoa? Kann der uns noch was sagen? Hello, good friends. Where have you left? Ja. Zugang zu Nava. I think Ona can do that. Omoa kann das machen, okay. Verlassene Turm. Ona took me to it once. I found a crab there and brought it home. It ran away though. Oh. Na gut, bis später. Gut, dann werden wir mal mit Onur reden. Der war ja hier ein Stückchen weiter vor. Hier ist Onur. What can I do for you? Any friend of Bojan's is a friend of mine. Here. Ah, jetzt haben wir das Empfehlungsschreiben bekommen. Das ist gut. I like to go walking over there. It's nice to take in the sea air from time to time. Okay. Bis dann. Mind the plants underfoot. Gut, ich glaube, es wird schon wieder dunkel. Das Empfehlungsschreiben für Nava haben wir. Aber wir haben noch nicht alle, wie soll ich sagen, Zutaten für unser Boot, geschweige denn Schnüre etc.
Wir werden mal zurück zu Nika gehen, mal sehen, was die uns noch mal erzählen kann. Also ich habe schon vermutet, manche Wege geht man des Öfteren. Wir können Federn verkaufen, wir haben 2. Für einen... Okay. Wir haben jetzt 50 Schimmersteine. Das ist jetzt nicht so schlecht. Ich weiß, wir haben von diesen Blütenkorb-Dingern genug, aber genug kann man nie haben. Wie gesagt, jetzt wird es eh Nacht, wir müssen schlafen gehen. Oh, diese Schmetterlinge. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Und wir können jetzt tatsächlich auch... The salty sea air never gets old. Ja. Certainly. Lendo-Aufguss, Wiesenkräutermet. Okay, aber sie geht jetzt schon wieder da den Sonnenuntergang anschauen. Wollen wir nochmal bei diesem unfreundlichen jungen Mann hier reingucken? Well, I guess it was convenient that you dropped in when you did. Thanks for getting Nika. Aha. Well, you are a nosy tourist, aren't you? Beeswax! Okay, er ist schon gar nicht mehr ganz so garstig wie beim letzten Mal. Das kann man so verknusen. Thanks again for the canvas. Okay, du sagst mir Dankeschön. Ihr redet wahrscheinlich alle immer noch nicht. Zum Turm gehen wird jetzt wahrscheinlich auch nichts nützen. Ist denn die Kapitänin immer noch dort? Sie ist immer noch dort und trauert ihrem Schiff nach. Oh, oh Schiff. Such a good ship she was. What? I don't know. Is that an old Lindau? That used to be the main town. Why does everyone think I have something to do with his disappearance? I've never seen him. Ich hab gar nicht gesagt, dass du damit was zu tun hast. None of that matters now, though. Oh, my poor ship. Yeah. Now leave me be. Ich lass dich in Ruhe. You seem like a nice person. You don't have to prank my brother if it's not your thing. Maybe I'll see you around in Nava? Okay, ihn sehen wir tatsächlich in Nava wieder. Das Buch haben wir gelesen. Ich sehe jetzt gerade nichts, was uns noch weiterhelfen könnte. Nika sagt uns auch nichts. Der Einzige, der hier dieser... Ah, der kommt da gerade angelaufen. Der kann uns vielleicht noch helfen. When I was a boy, merchants came to Lindau with strange spices and soft fabrics. They haven't been back in a long time, though. I remember playing in there as a kid. The ocean looks beautiful from the top. I wish it wasn't locked up. Ja, das wünschte ich auch. Bis später. Also hier kommen wir nicht weiter. Ach je, was tun, was tun, was tun? Also wir werden nachher auf jeden Fall da oben die Abkürzung nehmen. Wie spät haben wir das denn? Das weiß ich jetzt gar nicht.
noch 13.09 Uhr. Okay, wir machen das mal. Wir fahren jetzt mal nach Nava. Einfach. Would you like a ride to Nava? You've already paid the toll, so it will be free for you. Ich habe den Zoll schon bezahlt. Wir My möchten... ox is strong, no? Wir nehmen... Trink Bergwurzeltee, um schnell zu bereits bekannten Orten zu reisen. Okay. Bergwurzeltee. Wir haben hier einen Aufguss. Okay. Na gut, Dankeschön, du bringst uns wahrscheinlich zurück zu nach Lindo, nicht zu Lindo, sondern nach Lindo. Ist das nicht eine Hammeraussicht? Alter, das. Ja, okay, wir haben das Empfehlungsschreiben. Ich hoffe, dass wir außerdem Empfehlungsschreiben nichts weiter brauchen. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? I'm afraid if you're seeking passage into Nava, you'll need 3 reference letters from citizens of Eastshade. Ich hab es doch. Stay safe now. Ah, yes, a newcomer. May I see your reference letters, please? Will that be all then? Well, you need to find people who are willing to vouch for your character and writing. Sie haben den doch. You'll have to make some friends in the country. Will that be all then? Stay safe now. Aber ich hab das doch. It comes. It may be the fiercest East The signs are all around us. You must find shelter. Death, it is death. I must go. Be safe, traveler. Okay. Ignore him. He says that every time it rains. Stop scaring the tourists, Grandpa. Okay. Wenn der Regen kommt. Ah, hier ist die Hütte von Victor, genau. Ja, wir sind jetzt hier gerade ein bisschen gefesselt, würde ich mal sagen. Das Gewitter hört sich nicht gut an. Aber ich habe doch ein Empfehlungsschreiben bekommen. Ich muss das gleich nochmal versuchen. Aber in dem Regen rausgehen ist vielleicht keine gute Idee.
newcomer. May I see your reference letters, please? I'm afraid if you're seeking passage into my... Drei brauche ich. Ah, okay. Okay, ich brauche drei. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Ich brauche drei. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hat ein bisschen gedauert, Andrina war mal wieder ein bisschen schusselig. Ich brauche drei Empfehlungsschreiben. Na gut, dann werden wir mal schnell... Oh, was bist du denn? Oioi, hallo. Oh Gott, oh Gott. Das Ärmste. Ja, wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen durchnässt. Aber da müssen wir jetzt mal ein bisschen durch. Ah, ich wollte gerade wieder pflücken. Ich wollte gerade wieder pflücken. Das hört sich nicht gut an und ganz ehrlich, ich mag eh kein Gewitter. Von daher sehe ich zu, dass ich so schnell wie möglich hier in das Landhaus komme. Vielleicht kann uns die Dings uns noch ein Schreiben ausstellen. Genau, du kannst vielleicht auch. Thanks for the painting. Sehr gerne. Vielleicht kannst du uns... Nein, doch. Warte, warte. Thanks for the painting. Doch, da können wir nochmal fragen. For a friend like you, of course. Okay, wir haben das nächste. Thanks for the painting. Gern geschehen. Okay, sie hat uns das zweite Empfehlungsschreiben gegeben. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch... Bojan, komm mal rein, das regnet. Omo hat uns eins gegeben. Das haben wir gelesen. Ja, bei dem Gewitter durch die Gegend, glaube ich, ist vielleicht keine so gute Idee. Aber wir brauchen tatsächlich noch ein drittes Empfehlungsschreiben. Mei. Hier, der Fischer, der kann das vielleicht auch noch. Dem haben wir ja auch ein Bild gemalt. Und vielleicht gibt der uns das dritte Empfehlungsschreiben. Thanks again for that painting. Some fish aren't biting today. Na ja, komm schon. Okay, er will nicht. Er möchte nicht. Nika könnte das noch machen oder er könnte es. Kann er das vielleicht? Nein, er kann das nicht. Bis später. Hauptsache er sitzt hier im Regen, im Sturm. Und malt seine Bilder oder schreibt seine Bücher. Ja, ich glaube, das werden wir tatsächlich in der nächsten Folge herausfinden, von wem wir dieses dritte Empfehlungsschreiben bekommen. Ich bin jetzt erstmal hier wieder im Gasthaus gelandet, von wo ich dann wieder starten werde. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Es ist eine kleine Sisyphus-Arbeit,
aber ich mache sie gerne und ich hoffe, ihr findet das genauso interessant und geht mit mir auf die Reise. Und wenn ihr mal einen Tipp oder einen Ratschlag habt, schreibt es mal einfach unter das Video. Kein großes Backseat Gaming, denn ich möchte das tatsächlich alleine rausfinden. Aber hier und da ein Tipp, so Andrina, da hast du tatsächlich was Gravierendes übersehen. Dafür bin ich gerne zu haben. Oder versucht mal dies, jenes, welches. Auch das würde ich gerne lesen und ausprobieren. Aber kein Du musst oder irgend sowas. Das ist für dieses Let's Play einfach nicht angebracht. Und ich hoffe, ihr bleibt trotzdem der etwas härteren Worte dabei und spielt mit mir Eastshade. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.